So, wir haben die Fähre in Fahrenberg erreicht. In einer halben Stunde geht es wohl ungefähr los und wir gucken nach Deutschland. Und Deutschland, es steht gegen Südkorea 0:0 und Schweden liegt 3:0 vorne gegen Mexiko. In 5 Minuten scheiden wir aus, wenn kein Tor mehr fällt. In Fahrenberg sind wir. Was habe ich gesagt? Fahrenberg, ja. Ganz, ganz frei. Ist klar, ist alles Scheunentor. Flugscheiße-Alarm. Sie müssen dieses Risiko gehen. Ja, es ist gleich vorbei. Leider sieht das so aus. Also schon geht der Urlaub vorbei. Eben noch in Ruhe sind wir jetzt schon auf der Fähre nach Gera, hier in Fahrenberg. Ja, eben mussten wir mit ansehen, wie Deutschland gegen Südkorea verloren hat und wir dann ausgeschieden sind. Und hier mal ein Blick auf den Stellplatz direkt am Fährhafen von Fahrenberg. Wenn man also von der Fähre kommt und nicht mehr nach Ruhr fahren möchte, dann hat man hier die Gelegenheit zu übernachten, sofern Plätze frei sind. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, wir waren ja wieder mit der Stena-Line unterwegs, haben das rechtzeitig gebucht und haben für Hin- und Rückfahrt Grenach-Fahrenberg 160 Euro bezahlt. Für Wohnmobil bis 8 Meter Länge und 2 Personen. Eigentlich recht günstig. Wir haben Grenach fast erreicht, haben eine schöne Überfahrt gehabt, Wasser war ganz ruhig und haben nochmal einen tollen Sonnenuntergang gehabt. Und damit sind wir jetzt gleich in Dänemark und damit ist die Reise hier erst einmal Schweden, Norwegen beendet. Den Wohnmobilhafen am Café Nord-Ostsee-Kanal vorstellen, Osterrönnfeld. Und das ist die letzte Station nach unserer Norwegen-Reise. Hier kommt man rein, zieht ein Parkticket, sofern das nicht ausgebucht ist. Der ist relativ voll hier und das ist ein toller Stellplatz, alles gepflastert. Alles sauber und ordentlich, da kann man wirklich nicht meckern. Der Stellplatz kostet hier 16 Euro, ich glaube, das haben wir hier irgendwo eine Preisliste, den kann ich da einmal raufhalten. Da, Preis für 24 Stunden 16 Euro und
Frischwasser, Strom und so weiter, Dusche. Könnt ihr hier alles ablesen. Hier ist die Kasse, hier wird bezahlt. Und dann versucht man hier Einstellplatz. Brauwasser ist hier, die Entsorgung. Und hier kann man das Chemie-WC, die Tedford-Kassette, ablassen. Der Stellplatz ist terrassenförmig angelegt. Drei Terrassen gibt es hier. Das ist hier die oberste, da haben wir da hinten noch zwei Stellplätze erwischt. Und heute ist hier richtig der Bär los. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Die Kap San Diego ist eben reingekommen und hier kommt noch ein Containerschiff, was reinfährt. Und hier haben wir noch mal einen Blick. Da vorne erste Terrasse, zweite Terrasse und da oben dritte Terrasse. Heute gibt es ja eine ganze Menge zu sehen und wir haben auch super schönes Wetter. So, jeder Stellplatz hat hier verschiedene Stromsäulen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, wenn du jetzt hier auf deinem Sessel sitzt, auf deinem Campingstuhl, dann hast du diese Aussicht hier. Da hätte man sich doch vielleicht was anderes einfallen lassen können. Das finde ich nun überhaupt nicht schön, dass man nicht die Möglichkeit hat, hier im Sitzen einfach auf das Geschehen zu gucken. Da muss man aufstehen, um dann diesen Ausblick zu haben. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte mit Gitterstäben oder so anders lösen können. Das finde ich nicht so sehr schön, aber es ist, wie es ist. Aber schade, in dieser Position. Das ist übrigens in Schacht-Audorf genau das Gleiche. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, vielleicht ist man verwöhnt von Norwegen mit dem Blick auf die Seen und Fjorde und alles. Ja, das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist hier aber alles tipptopp und ordentlich und ein ganz toller Stellplatz. So, hier unten gibt es noch das Kanalcafé. Da waren wir allerdings noch nicht drin. Von daher können wir nicht sagen, was es dort gibt. Und wie es da schmeckt. So, und hier unten haben wir die Sanitäranlagen vom Wohnmobilhafen. Und hier gibt es noch eine Menge Informationen, wann welche Schiffe kommen. So, jetzt sind wir im Sanitärgebäude. Hier gibt es Waschmaschinen. Infomaterial. Hier sind die Jungs. Gehen wir mal hier durch, hier ist keiner. Ja, da und Toiletten. Waschbecken. Hallo, hallo. Und hier gibt es die Duschen. Sehr gut. Und hier kommt gerade die Vera Rambo vorbei. Und vollgestopft mit Containern. Ja, da drüben wird die Kap San Diego von der Feuerwehr begrüßt. Ja, sie wird sogar, Kap San Diego wird sogar mit einer Kapelle und wie wir gesehen haben mit Feuerwehr und
Signal und Wasserfontäne begrüßt, was die jetzt hier macht, warum sie gerade hier anlegt, keine Ahnung, das muss man vielleicht später mal googeln. Ja, das soll es gewesen sein, der kleine Rundgang über den Stellplatz am Nord-Ostsee-Kanal und noch hier mal der Blick über das Gartencafé. Insgesamt eine ganz tolle Anlage.